Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung, und willkommen zurück beim Fahrstuhl Simulator 2017 und zu Horizon Zero Dawn. Gut, dass der Lift gerade nach unten gefahren ist. Irgendwie ist hier gerade gar kein... Da ist er ja. So, wo wir jetzt die letzten Vorbereitungen überprüfen werden. Meridian rüstet sich. Wow, zur Verteidigung des Turmes und zur Verteidigung der Stadt. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, was ist dichter dran. Die 2 ist dichter dran und von der 2 geht es dann zur 3. Also erstmal nach da. Und dann gehen wir langsam aber sicher dem Ende hinzu. Vielleicht finden wir noch raus, wo Elisabeth gestorben ist. Das wäre schön. Würde ich gut finden, bin ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich in ihrem letzten Tagebucheintrag oder so. Die heiße Mittagssonne wirft keine Schatten. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe keine Wagen, sondern ja, es ist wie üblich sehr warm hier. So, nur noch ganz kurz die Schulter wechseln. Und dann schauen wir jetzt mal. Ich bin sehr gespannt auf das Grande Final. Ich hoffe, wir müssen gegen keinen Titan oder so kämpfen, Alter. Bäh. Gott, ich werde das bestimmt megamäßig verkacken. Hast du deine Rüstung poliert? Na klar. Ist das nicht etwas... Der Sonnenkönig ist zu weich geworden. Nichts. Die Osser haben auch einen zu großen Einfluss im Palast. Du wirkst wirklich sehr... Was denkt er sich dabei, der war laufen zu lassen? Und glänzend. Sehr glänzend. Freunde. Kleine Jägerin, du rufst und ich komme. Bereit zum Kampf? Kampf? Ich dachte, du willst nur Tee trinken und plaudern. Uns steht ein Kampf bevor, das wusste ich nicht. Das kann nicht sein, du weißt immer alles. Ja, das stimmt. Wir trafen uns noch nicht oft und doch kennst du mich so gut. Ich möchte dich gern besser kennen. Das wäre schön. Hm. Wenn ich den Satz höre, ist das meist anders gemeint. Kann ich dir was verraten? Na klar. Ich warte schon ein Leben lang auf diesen Kampf. Unser Feind heute ist derselbe, der aus Meridian einen Sklavenmarkt und aus Sonnenfall ein Blutbad gemacht hat. Fanatiker, die töten und foltern. Mütter, Väter, Familien, Kinder. Alles im Namen der Sonne. Ich hasse sie, Aloy. Die Peitschennarben auf meinem Rücken bezeugen es. Und heute können wir sie ein für alle Mal vernichten. Ich kam deinetwegen, aber das ist längst nicht alles. Ich kam ihretwegen. Diesmal kommen sie nicht davon. So ist es, Vanasha. Wir kämpfen gemeinsam. Und das danke ich dir, kleine Jägerin. Und danach geht die Sonne über einer besseren Welt auf. Oh, keine Sorge. Es werden andere kommen. Aloy. Rühren, Uthet. Meridian kann froh sein, dass du hier bist. Und ich auch. Es ist eine Ehre. Dank dir steht auf meinem Grabstein nicht ein guter Soldat, aber ein Trottel. Ich hoffe, du wirst noch lange keinen Grabstein brauchen. Wie die Sonne will. Als du mich fandest, wollte ich einen ruhmreichen Tod. Doch jetzt ziehe ich ein ruhmreiches Leben vor. Zu sehen, wie Itamen wieder im Garten spielt. Er wird zwar immer noch schwer bewacht, aber deine Tat war gut getan. Obwohl, ich werde das Weib nicht los. Vanasha, sie liebt es, mich zu reizen. Wie einen Behemoth mit einem roten Tuch. Soll ich sie bitten, aufzuhören? Nein. Ich akzeptiere es. Nun denn, Meridian soll stehen, der Schatten soll fallen. Ich schwöre. So sei es, Uthet. Guter Mann. Spione haben Prinz Itamen aus Sonnenfall befreit. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Aber das ist anständig. Warum stehen da Attrappen? Das bewachen wir statt. Das sind viele Leute hier, wie mir scheint. Wer ist er denn? Elida, schön dich zu sehen, aber was machst du hier?
Ich helfe bei den Kampfvorbereitungen. Wenn Atral hier wäre, würden wir beide kämpfen. Bestimmt. Also tue ich, was ich kann. Grabe Stellungen, sammel Kräuter. Alles, was uns helfen könnte. Ich kann ihn nicht ersetzen. Niemand kann ihn ersetzen. Doch ich tue es für ihn. Für uns beide. Ich verstehe jetzt, was er in dir sah. Er ist immer bei mir. Noch immer treffen sich Sonne und Schatten. Immer zur Dämmerung. Du sollst das haben. Für die Schlacht. Bei der Sonne. Hoffentlich brauchst du es nicht. Danke, Elida. Mach's gut. Ich war unter dem alten König. Gegengift. Jetzt habe ich 5. Also hatte ich schon. Ist okay. Die Osseram-Verräter werden. Du bist der Jäger aus dem Banu-Kain. Ich erkenne dich auch, Nora. Die Maschinen erwachten, als du angekommen bist. Sie waren wild. Ich kann da nichts dafür. Nein, ich danke dir, Nora. Damals entschied ich nicht, nach Ban-Ur zurückzukehren. Ich wollte hierher kommen, um zu jagen. So viele Maschinen, sogar Dämonen, spinnenhaft schnell und ohne das blaue Licht im Inneren. Tod ist, dass man wieder töten muss. Es gibt eine ganze Armee von ihnen. Eine Armee? Ja, deshalb bin ich hier. Gut, ich warte. Aus ihren Metallknochen schmiede ich meine Rüstung. Okay. Was meinst du, wie viele du in der Schlacht tötest? So viele, wie ich muss. Ich liebe es, wenn du sowas sagst. Es ist... Hey, Lol. Ich sagte doch, ich komme. Das stimmt, Tab. Aber sind deine Wunden überhaupt schon verheilt? Also, bei einem Kampf würde ich mich wohl auflösen. Aber keine Sorge, das überlasse ich den anderen, Nora. Beim Turm. Ich habe Vorräte gebracht. Ich bin bei den Kaja jetzt Ehrenquartiermeister, was immer das heißt. Das klingt imposant. Ich find's gar nicht so schlecht. Unter diesen Fahnen werden wir Waffen- und Medizinlager anlegen. Suche sie, wenn der Kampf beginnt. Aloy, als du in den Berg gegangen bist, hat die Göttin gesagt, wie es ausgeht? Das musste sie nicht. Wir schaffen es sicher, Tab. Wenn du das sagst. Okay, merken. Hier. Waffen und Medizin. Ich habe letzte Nacht zwei. Und ein neues Tagebuch. 31.10.2065. Travis kam zum Süßes oder Saures vorbei. Er hatte sich so verkleidet, als wäre er ich. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ich habe ihm ein angebrochenes Paket Waffeln gegeben und ihn rausgeworfen. Aber vorher hat er mich noch zu einem italienischen Horrorspektakel eingeladen, das er für das Dinodorn-Personal organisiert hat. Im Ernst, als ob es nicht schon genug Horror auf der Welt gäbe. Ja, ist doch schön, Alter. Bisschen Ablenkung. Wie auch immer, ich war schon hier draußen für die letzte Inspektion von Gaia Prime verplant. Mit Harris und der Delegation des Präsidenten. Ted war auch hier und er sah nicht gut aus. Er zappelte die ganze Zeit herum und konnte mir nicht in die Augen sehen. Ich war erleichtert, als er in sein Wirt stieg und nach Theben zurückflog. Aber ich sollte mich wohl nicht beschweren. Wenn er sich eine Luxuszuflucht bauen will, um die Apokalypse auszusitzen, soll er. Das hält ihn von Elysium und mir fern. Er hat leider nichts gebracht. Harris blieb lange genug, um mich detailliert über die strategische Situation zu informieren. Im Grunde genommen sind wir in die Endphase eingetreten, was man auch schon an der Farbe des Himmels auf dem Flug hierher erkennen konnte. Noch 2 oder 3 Wochen und die Atmosphäre macht das Atmen unmöglich. Die letzten Überreste der europäischen und westafrikanischen Zivilistenbrigaden sitzen mit dem Atlantik im Rücken in der Falle. Der Schwarm, der in der Antarktis eingefallen ist, überquert die Magellanstraße und beginnt dann mit seinem Todesmarsch Richtung Südamerika zum Amazonas. Die ganze Arbeit, die wir in die Wiederherstellung des Regenwaldes gesteckt haben, und jetzt das. Und Vorschusseinheiten der Pazifikschwärme liefern sich bereits Gefechte mit Einheiten am Kalmardamm. Die Schlinge zieht sich zu. Die Prognosen zeigen, dass wir immer noch rechtzeitig fertig werden können, aber der Fehlerspielraum liegt bei plus minus 10 Tagen. Nicht gerade großzügig bemessen, wenn die Plage früher als vorhergesagt durchbricht. Tja, das darf einfach nicht passieren. Ich werde es nicht zulassen. Genug geschrieben. Ich muss zurück zu Zero Dawn. Wegen Ordnungswidrigkeiten festgenommen. Du willst gar nicht wissen, was sie getan haben. So, dann haben wir hier noch 2 Leute.
Oh, ich sehe da unten jemanden. Das freut mich doch sehr. Nakoa, du willst kämpfen. Wie könnte ich nicht? Bei den roten Raubzügen gab es nur einen Karja, der den Nora schlimmer zusetzte als Said. Helis. Ich bin bereit, jede Armee zu bekämpfen, die er anführt, egal wie stark. Für die Nora, die starben, für mich selbst und für meinen Vater. Wir stoppen ihn. Du hast mein Wort. Dein Wort zählt viel. Besonders jetzt. Dank dir hat sich das Heilige Land geöffnet. Wenn wir siegen, kann ich nach Hause. Es wäre schön, Jan wiederzusehen. Ich bin hier, Aloy. Bis zum Ende. Das ist ein schöner Speer, Uthid. Danke. Ich mag, wie du ihn hältst. Janeva, du bist wieder im Dienst? Du steckst also hinter all dem Trubel. Du hast Sonnenkönig Awad endlich gezeigt, wie man eine Waffe hält. Es gibt solche und solche, Janeva. Er ist ein guter Mann. Und er ist klug. Er bot allen meinen Häftlingen Begnadigung, wenn sie für Meridian kämpfen. Der ganze wilde Haufen willigte ein. Sie waren schnell überzeugt. Mit deiner Überzeugungskraft? Bestimmt. Ha! Diesmal konnte ich gnädig sein. Doch die Verbrecher, die Meridian angreifen, werden mich ein bisschen anders kennenlernen. Die Sonne scheine für dich, Aloy. Und für dich. Da liegt eine dicke Knarre. Ach, von dem Osseram. Ist das er? Aus der Schlacht des Schreckens? Wohl kaum. Die Zinnobersande waren davor und das hat keiner überlebt. Ich will ja nicht angeben. Oh Sonne, halte den Schatten von mir fern. Nil. Schön, dass du da bist. Siehst du, ich wusste, wenn wir ihn leben lassen, das wird Vorteil mit sich bringen. Und zwar einen ganz großen. Nil, mein Freund. Nil? Aloy. Man sagte mir deinen Namen. Ich sagte Haare wie Blut und so zäh wie ein Plünderer unter Kiefer. Was du damals gesagt hast, jedes Mal, wenn ich daran denke, reißt die Wunde wieder auf. Ich hab dich nicht verwundet. Nicht mit Metall. Doch ich vergebe. Ein Duell ist ein flüchtiger Spaß. Wenn wir es zu Ende gebracht hätten, wären wir jetzt nicht hier. Das Warten vor dem Blutvergießen, wie wenn eine Klinge über deine Zähne streicht. Nil, du machst es mir schwer, dich mit Freude zu begrüßen. Aber wir brauchen dich. Die Schlacht wird hart. Hart? Ich habe gehört, dass wir nahezu chancenlos sind. Du machst trotzdem mit? Kaum eine Chance. Nette Gesellschaft. Töten ohne Konsequenzen. Wie könnte ich nicht? Ich mag den Typen einfach. Der ist toll. Ich mag ihn. So, mehr haben wir hier, glaube ich, nicht. Außer den Kollegen da drüben noch. Aus der Osram-Schmiede. Ich glaube, ich weiß, warum die Dinger hier stehen. Petra, hier ist sie, unser Ehrengast. Ich wusste doch, dass du etwas hast. Du bist aus echtem Anführerholz geschnitzt. Und das sage ich nicht zu jedem Nora-Mädchen, das vorbeikommt. Kommt denn oft eine vorbei? Ich musste schon eine Mauer bauen. Gut, dass ich hartnäckig bin. Das hat mir wirklich gefehlt. Marat bat mich, das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut. Das passt zu den Osseram, hm? Sie waren der Stolz der Hauptquellschmiede. Und mit noch mehr Stolz habe ich sie verbessert. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los. Die Ziele sollten sich etwas weniger wehren als die Banditenbande damals. Och, die Banditen waren ja schon kein Problem. Treffsicher und eine hohe Reichweite. Nicht zielen wie mit einem Bogen. Ist immer sehr gewöhnungsbedürftig. Gute Reichweite. Probier die nächste aus.
Waren hier nicht drei? Ach, hier vorne noch. Siehst du? Das macht jede Maschine fertig, alt oder nicht. Ich glaube, damit könnten wir eine ganze Armee abwehren. Ich bin dir für deine Hilfe dankbar, Petra. Diese Schlacht. Ich weiß nicht, was kommt. Wir werden uns wiedersehen, ich weiß es. Nächstes Mal überrede ich dich vielleicht, in Freihalde zu bleiben. Petra, du weißt das. Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe eine Schwäche für rastlose Mädchen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir zum Türmlein. Wie kommen wir da am besten hin? Hoch und dann rechts. Ein Osserer. Moin. Erstaunlich. So, hoch und dann rechts. Wer bist du denn? Achso, einfach nur ein Karja-Kind. Nur weil es ihm nicht gelungen ist, den Sonnenkönig umzubringen. Moin. Zum Glück war die Nora da, um den Sonnenkönig zu beschützen. Hat man das nicht schon? Ja. Ja. Schön, dass sie immer alle dreimal angezeigt werden. Wahrscheinlich so eine Info, ne? Hallo, hier. Lies mich. So, wir müssen nach da oben. Ist ein etwas weiterer Weg, aber ist okay, ist okay. Ich weiß gar nicht, sind denn alle jetzt da? Ich glaube, es sollten... Ich habe darüber mal ein bisschen mich informiert. Es sollen... glaube ich, irgendwie bis zu 10 Leute sein. Wie geht's denn jetzt hier hoch? Hey, von da nicht. Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Irgendwo müsste hier ein Pfad nach oben führen. Könnte der hier werden? Ich habe ein bisschen Angst vor der endgültigen Schlacht. War kurz verwirrt, sorry. Geht sofort hinauf. Ja, der Weg ist etwas weit. Ich denke mal, ich werde mich dann auch zurückbeamen. Und nicht zurücklaufen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir noch irgendwas verpassen werden auf dem Weg. Ach, guck mal, wer da ist. Hey, Talana. Talana, warum bist du hier? Ich bin dein Habicht. Wo sollte ich sonst sein? Meridian verteidigen mit Avad? Das überlasse ich der Loge. Ich will nicht nur zusehen, wenn einer der meinen kämpft. Nicht nochmal. Bist du sicher, dass... Du könntest sterben. Für uns alle. Ich will dabei nicht einfach zusehen. Nicht, wenn ich es auch verhindern könnte. Dann soll es so sein. Abgemacht. Ich bin an deiner Seite. Nur eine Bitte. Welche? Die größte Maschine ist meine. Wir werden sehen. Vielen Dank. So, da haben wir schon mal Nummer 1. Also es sollen, glaube ich, irgendwie... bis zu 10 Begleiter möglich sein, die hier dann an unserer Seite mit uns kämpfen. Vorausgesetzt, wir haben vorher alles weitestgehend richtig gemacht. Ich hoffe es. Ich habe jetzt allerdings nicht mitgezählt, aber es sind ja jetzt schon viele da und hier oben steht wahrscheinlich auch nochmal ein ganzer Haufen. Da oben. Ich müsste jetzt rein theoretisch hier einmal schnell alles absuchen. Da ist auch noch jemand. Okay, hier sind diverse Gruppen. Von
von Leuten. Warte. Die sind ja größer als der höchste Baum. Die Kaja sehen in ihrer Rüstung ja wie Gockel aus. Aber es sind so viele. Und wir sind so wenige. Wir sind nicht der Feind. Diesmal nicht. Ruhe jetzt. Sie kommt. Die Gesalbte. Hey. Kriegsherrin Sona. Kriegsherrin, du siehst bekümmert aus. Die Nora gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Ich will den Metallteufel bekämpfen, der uns bedroht. Aber mein Platz ist im Heiligen Land. Die Falschheit hier durchbohrt mich wie ein spitzer Pfeil. Es tut mir leid, dass das so ist. Das muss es nicht. Dies wird beendet. Mein Speer, mein Wort. Das klang jetzt aber nicht gerade. Die Kaja beeindrucken mich nicht. Wer so hoch baut, folgt irgendwann dem Schicksal der Alten. Naja. Kommt immer darauf an, ob du das Schicksal der Alten auch kennst. Also sie ist weniger begeistert, hier zu sein. So, ich gucke mich hier noch mal um. Ich weiß, die Sachen sind markiert, aber unsere anderen Freunde waren auch nicht gerade markiert. Nur zwei von ihnen. Ich würde gerne, wenn schon, denn schon, hier alle treffen, die da eventuell vor Ort sind. Okay, hier können wir uns gut durch die Gegend bewegen. Also relativ gut. Ich befürchte, das wird echt nicht einfach werden. Vielleicht aber auch doch. Also, wer sind diese Typen? Sie bezeichnen sich selbst als Eclipse. Und was soll das heißen? Das ist, wenn der Mond vor der Sonne steht, Idiot. Oh, soll das irgendwie furchteinflößend klingen? Keine Ahnung, sie waren mal Kaja. Und Kaja labern doch dauernd von Sonne und Schatten. Tja, wenn das Kaja sind, kann's ja nicht so schwer werden. Ja, ihre besten Leute kleiden sich wie Gockel. Dann rupfen wir sie doch. Nicht so viel Gegacker, Jungs. Irin? Eloy, da sind wir wieder, bereit für den Kampf. Doch dieses Mal haben die Gegner wohl mehr zu bieten. Was genau erwartet uns hier? Ich weiß nicht. Aber es werden sehr viele sein und sie haben Maschinen. Und wenn sie hier durchkommen, wird nicht nur Meridian fallen. Der Rest der Welt wird auch untergehen. Das ist hart. Das ist ein Kampf für uns. Stimmt's, Leute? Und wo steht unsere Garde? An der Frontlinie! Warum? Stahl steht vor Eisen! Und was werden wir tun? Wir sind der Hammer, der sie zermalmt! Richtig! Hörst du? Niemand kommt an der Garde vorbei. Wir kämpfen für Meridian. Und für dich. Danke, Erend. Ersa wäre stolz. Nur wenn wir siegen. Hättest aber vielleicht mehr als vier Leute mitbringen sollen. Oder drei. So, ein Trüppelein haben wir noch. Könnte losgehen. Ich schwitze ganz schön in der Rüstung. Sei gegrüßt, Aloy. Nein, nicht verbeugen. Die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich bin dankbar, dass du hier bist, Val. Ich gab mein Wort. Und Meridian, was denkst du? Es gibt so viel Neues, seit wir uns kennen. Ich sollte dir danken. Was ist los? Willst du das wissen? Na gut. Dies ist ein fremdes Land. Verdorben. Und ich verteidige eine merkwürdige Stadt voller Ungläubiger. Gegen etwas Unvorstellbares. Und du, nach all den Ereignissen, nach all deinen Taten. Ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich weiß, du willst das nicht. Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein.
Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Oh, da steht jemand auf mich. So, damit haben wir das geschafft. Und der nächste Tagebucheintrag ist freigeschaltet. Hervorragend. 2066 könnte sogar der letzte sein, ne? Ist es auch. Dann fehlt nur noch das Gaia-Protokoll. Es war so knapp. Es ist gerade mal, 43 Stunden her, dass Harris mich gewarnt hat. Er sagte, dass die östliche Linie bald zusammenbricht, dass sie schwer meine Art Zangenmanöver gegen die Wichita-Linie starten. Noch 5 oder 6 Tage mehr und Gaia hätte vermutlich ohne Hilfe starten können. Ich glaube schon. So war alles übereilt. Zero Dawn wurde zu einem Irrenhaus. Es war völlig chaotisch. Jedes Team hat versucht, Codes zu stabilisieren und zu versiegeln, während die Gammas und dann die Betas evakuiert wurden. Als Gaia soweit lief, habe ich die Alphas versammelt und die schlechten Nachrichten verkündet. Ich dachte, ich muss mich übergeben, aber sie wussten es natürlich schon. Sie wussten, dass die Arbeit nicht getan war. Beinahe, aber nicht ganz. Es gibt Tests durchzuführen, Fehler auszubügeln, Arbeit zu tun. Also haben sie es akzeptiert. Kein Elysium für uns. Wir werden den Rest unseres Lebens hier verbringen, mit Tests und Feinarbeiten an den untergeordneten Funktionen, bis sie perfekt sind. Damit muss man wohl rechnen, wenn man eine Bande besessener Perfektionisten rekrutiert. Ich habe es geschafft, nicht zu weinen, bis ich wieder in meinem Büro war. Hier sind wir also und bringen Gaia Prime zum Laufen. Und ja, es war echt knapp. Mich überkommt schon wieder der Ekel, wenn ich darüber nachdenke, wie das Schicksal des Lebens vom Zufall abhängig ist. Hätte ich das Lightkeeper-Protokoll nicht vorgeschlagen, wären hier keine Wohnräume gebaut worden. Hätte ich das Protokoll früher aufgegeben, wären die notwendigen Systeme zur Lebenserhaltung nie installiert worden. Hätte, hätte, hätte. Wenigstens müssen wir nicht die gruselige Merkwürdigkeit ertragen, Klone unserer selbst aufzuziehen und auszubilden. Das genetische Material wurde nie außerhalb der Ursprungsanlagen verarbeitet. Also ist es nicht einmal möglich. Darüber bin ich froh. Ich möchte wirklich nicht meine Zeit mit einem jungen Travis Tate verbringen, der von Travis Tate großgezogen wird. Nein, es liegt an uns, Gaia zu perfektionieren, an nur einer Generation. Update. Das war General Harris. Die Wichita-Linie ist gefallen. Das USRC erwartet die endgültige Niederlage in 2 Tagen, was uns bestenfalls 72 Stunden lässt, um alles fertig zu machen und zu versiegeln. Lebendig begraben. Für das Leben. Ich werde es den anderen sagen. So, damit fehlt noch ein einziger Punkt. Und ich würde sagen, den werden wir sicherlich in der nächsten Folge erfahren, denn ich beame mich jetzt zurück nach Meridian. Dann legen wir uns hin und bereiten uns auf den großen und letzten Kampf endgültig vor, beziehungsweise starten ihn sogar. Von daher sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bis zum bitteren Ende. Und bis zum Morgen, bis zur morgigen und nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker. Und ich bin raus.